Oh, ja, das war, ja. Das ja. Oh. Ja. Hm. Jetzt bitte fahren. Mann! Ey, ist ja so ein Wichser, ey. Ey, kannst du mal aufhören zu rollen? Ich bin im Gang drin, wieso? Damit wieder und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play American Truck Simulator auf dem PC, Folge 44. Wir haben immer noch unseren super duper Auftrag am Start. Heute in Unsichtbar, auch hier am Start für euch mit wortwörtlicher Facecam. Ich habe ja hier, genau, wir haben immer noch dieses Riesending. Und wir müssen jetzt eigentlich durchfahren. Das wäre zumindest nicht schlecht. Wie viel haben wir denn noch? Muss ich gleich mal gucken. Ich habe ja schon vollgetankt letzte Mal. Wir können gleich weiterfahren. So. Oh ne, wir müssen noch 900 Kilometer. Immer noch 900, ey. Puh. Ja, das wird heute eher schwierig, sage ich mal. Immer noch in unserem Kenworth. Finde ich mega gut. Den. Gefällt mir einfach richtig gut. Und, aber gut, 900 Kilometer. Ampeln machen es einem auch nicht leichter. Ah, gut, in der Spur ist ein bisschen nicht ganz so. Alter, ist das Ding lang. Halt mal lieber in den ersten, denn wir haben ja gelernt, mit dem zweiten hat der Truck so seine Schwierigkeiten mit dem Anfahren. Gut, jetzt geht es hier nicht bergauf, aber naja, man muss es ja nicht provozieren. Jetzt finde ich aber, könnte ich mal fahren. Dankeschön. Okay, das war jetzt von 0 auf 30. Also so viel tut sich da nicht. Gut, dann gucken wir aber vielleicht mal, dass wir die Tour jetzt in den nächsten zwei Folgen fertig kriegen. Heißt heute 500 mindestens. Dass wir dann nächste Folge auf ganz entspannt das dann fertig machen. Dann haben wir unseren Wert hier, unseren Betrag mal eben mehr als verdoppelt. Ja, sag mal! Ey, fährt der ein, der Idiot? Unfassbar. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, ey, so eine Raudis. Na? Hast du Schiss? Ah! Ich sehe nicht mal. So, Überlandstrecke, ab geht's.
Oh. Ja, das war. Ja. Das ist ja. Oh. Ja. Hm. Jetzt bitte fahren. Mann! Ey. Ey. Ey, ist so ein Wichser, ey. Ey, kannst du mal aufhören zu rollen? Ich bin im Gang drin, wieso? Welcher scheiß Schalter ist denn der bis wir mal den scheiß Knopf für den Scheibenwischer gefunden haben. Naja, was soll's. Ich muss mal in meiner Spur bleiben hier. Kilometer gut machen. Hab jetzt. Ja, ich bin jetzt wieder in so einer Ortschaft mit so vielen Ampeln, oder? Ja, ist nicht rot. Hier ist aber rot. Oh, Leute, das kann auch so nicht weitergehen. Ey. Ich brauche 12 Gänge, um auf 50 zu kommen, ja? Komm ich jetzt wenigstens mal ein bisschen zu Speed, ey. Ja, fast die Hälfte der Folge oben. Ich habe nicht mal 100 Kilometer geschafft. Ah, ja. Aber die Tour war auch lang, ey. Vielleicht beendet ja einer unserer Mitarbeiter bis dahin auch nochmal einen Job. Dann gibt es noch mal ein paar tausende Dollar. So, jetzt kommt der Speed hier, den wir brauchen. Den wir wollen. Der wird jetzt hier durchgeschoben. So. Null auf 100 in 10 Minuten. Sehr gut. Mal langsam mal auf Speed, wo wir ein paar Kilometer runterreißen. Ja, wir sind hier tatsächlich auch im absoluten Nichts. Nichts! Eine Straße, sonst nichts. Weit und breit. Stark auf jeden Fall.
Machen wir auch mal die geschmeidigen 100 Leute rein. Parkplatz. Das haben wir noch nicht nötig. Wir müssen noch 9 Stunden fahren. Gut, das könnte ich rausholen auf jeden Fall, diese Zeit. Und dann ohne zu schlafen durchzukommen. Allerdings muss ich dann nochmal wesentlich schneller fahren, als ich es jetzt gerade tue. Weil mit 3 km/h mehr werde ich nicht viel aufholen. Schwung. Und der wird auch noch rot, oder was? Ey, ich flipp aus, ne? Ah. Ja. Ach, da hinten, oder wie? Weil ich 1 Meter zurückgerollt bin. Oh, Mann. Ich kann echt nicht anfahren, einfach. Ja, toll. Alle durch. Lass mich fahren. Was kostet denn halt auch immer wieder so 2-3 Minuten, ne? Ich habe immer noch 800 Kilometer. Ich glaube auch, dass wir letzte Folge nicht so viele Kilometer geschafft haben. Ich glaube, das war's. Ich hatte letzte Folge schon gesagt, easy 2 Folgen und dann war ich von 1100 irgendwie auf 900 runter. Jetzt geht's gerade ein bisschen bergab, wenn ich mich nicht täuscht. Aber minimal, würde ich sagen. Ja, und ich scheine scheinbar alle aufzuhalten. Ja, sorry. Nick Vehikel, so sieht es nämlich aus. Du hältst bitte an, Bus. Bus. Ah. Wird sicherlich nämlich nicht wieder anhalten. Und hier war ich schon. Naja, ich bin dann abgebogen. Okay. Vielleicht jetzt fahre ich gerade wieder auf bekannter Strecke.
ist doch was. Eine Ortschaft, Alter. Jawohl, die nächsten Ampeln. Jetzt links rüber. Scheiße, was sind das für Ampelschaltungen, ne? Viecher, weg da. Kalt. Echt wenig Kilometer. Das muss man sagen. Boah, Junge. Reicht ja mal. Drücke mal die falschen Knöpfe. Radarkontrolle da oben. Ach so, nee. Boah. Ist auch nicht besser. Wo ist sie denn? Hier? Oh. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Und ich verliere meinen ganzen Schwung wieder. Hat's ja voll gebracht. Ich sitze auch gar nicht mittig die ganze Zeit. Das ist natürlich wieder hart belastend. Tja. Langsam wird es dunkel, das heißt, langsam wird es auch perfekt zu schlafen eigentlich. Genug Zeit. Ja, wobei, habe ich überhaupt noch genug Zeit? Ich habe ja nur noch 15 Stunden Restzeit. Also eigentlich kann ich mir doch gar keinen Schlaf mehr leisten. Wie lange schläft der denn?
wenn ich noch 7 Stunden 40 brauche, ich habe noch 15 Stunden, das sind fast 8 Stunden, da habe ich dann noch 7 Stunden Schlafzeit übrig. Also eigentlich darf ich ja gar nicht schlafen. Fällt mir mal eben gerade so auf. Aber ich schaff's auch gar nicht fertig. Also eigentlich muss ich jetzt dann doch noch ein bisschen aufs Gas drücken. Das ist ja jetzt eine sehr interessante Nummer. Ja, wenn ich verspätet abliefer, bringt mir das ja gar nichts. Jetzt muss ich aber ganz schön was aufholen. Ja. Natürlich belasten, wenn das in der 97er-Zone ist und ich fahre hier mit 90 lang. Zum langen Anhänger ist das jetzt vielleicht aber auch schon ein bisschen viel eigentlich. Wer macht die Kiste hier eh nicht? Stark, oder? Aber das ist ja schon Fernlicht, okay. Oh, jetzt wird er flott. Das Tempo nehme ich mir aber mal locker mit. Das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Eine schöne freie Strecke, jetzt sollen wir schön Kilometer unterreißen. Mit einem guten Plus. So. Ja, scheiße. Kurve ist ein bisschen steiler. Ah, es gibt Tatsache Einkommen und zwar knapp 7000 Dollar von Baldur G. Ja, perfekt. Ja, guck mal, ich muss schon 5 Stunden schlafen. Also ich habe 2 Stunden Dings. Boah, das wird mies. Wird jetzt richtig mies eigentlich. Auf jeden Fall wird es auch spannend, ja. Das wird sehr spannend. So, ich glaube, wir werden jetzt auch irgendwo mal zum Stehen kommen, auch. So, und dann beenden wir die Folge. Nächste Folge geht es dann hier mit Fullspeed weiter, würde ich sagen. Wir müssen mal gucken, ob wir das noch ohne Schlaf durchziehen, sonst könnte es mit der Pünktlichkeit echt eine Sache werden. Wird auf jeden Fall spannend in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.